Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute auf dieser Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Bundesregierung eine absolute Einigkeit erzielt. Bund und Länder, die gesamte öffentliche Ordnung in Deutschland, zieht an einem Strang. Dies ist ganz wichtig, um dieser großen und gewaltigen Herausforderung auch gemeinsam entschlossen begegnen zu können. Deswegen ist auch ganz klar, dass es heute keine Debatten gab über Einzelmaßnahmen von Ländern, sondern es gibt eine Linie, die für alle gilt. Der wichtigste Punkt, die Bundeskanzlerin hat es angesprochen, sind, dass die Beschränkungen jetzt bleiben bis zum 19.04. Wir haben uns klar gemacht, wir wollen zwar keine Verschärfung, aber eine Verlängerung dieser Maßnahmen. Und wir wollen keine voreiligen Exit-Debatten. Die Exit-Debatten, wenn sie jetzt geführt werden, gefährden sogar eher nur die Möglichkeiten, die wir durch die Ausgangsbeschränkungen und die Kontaktsperren in den Ländern entwickelt haben, um weiteres Infektionsgeschehen zu reduzieren. Deswegen ist klar, wir werden nach Ostern reden, wie es weitergeht. Aber auch da unterstütze ich das, was der Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte. Es ist nicht zu erwarten, dass ab dem 20.04. bei einem politisch gesetzten Datum plötzlich alles wieder so wird wie vorher. Entscheidend ist, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen? Wie sind die Szenarien der Zukunft zu bewerten? Und da kann man eines sagen. Wir haben einen leicht positiven Trend, aber überhaupt keinen Anlass zu einer Entwarnung. Es ist wahr, dass sich durch die Beschränkungen, die wir mit den Schulschließungen gemacht haben, positive Trends ergeben. Ähnliches gilt ganz vorsichtig, was die Ausgangsbeschränkung oder Kontaktsperre betrifft. Aber es ist nach wie vor Fakt, dass die Infektionsraten immer noch sehr, sehr hoch sind und dass jeden Tag in Deutschland Menschen sterben. Gerade in den besonders betroffenen Gebieten ist es so. Und diese Zahlen bewegen und veranlassen uns sehr dazu, unsere Strategie täglich zu überprüfen, aber an der Grundlinie festzuhalten. Wir brauchen die notwendige Geduld. Und auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an das Verständnis, das nicht nur die Menschen in Bayern, sondern in ganz Deutschland an der Stelle zeigen. Denn wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, um durch die Reduzierung der sozialen Kontakte und vielleicht der Zurückführung der Infektionen das Gesundheitssystem parallel hochzufahren. Runterfahren des öffentlichen Lebens, hochfahren der Gesundheit. Darum haben wir uns heute nochmal klar vereinbart, den Ausbau der Intensivbetten zu stärken. Wichtig ist, die Gesundheitsämter zu verstärken, denn wir brauchen auch in der Zeit danach unbedingt, um wieder eine Containment-Strategie zu verfolgen, die Infektionsketten zu verfolgen, also in die Zeit zurückzukommen, als es bei Webasto relativ gut gelungen ist, Sie erinnern sich, damals Infizierte zu verfolgen, Infektionsketten auszutrocknen. In die Zeit müssen wir irgendwann wieder zurückkommen. Deswegen ist es wichtig, mehr Personal zu etablieren. Wir haben jetzt in Bayern allein 800 neue Mitarbeiter für den Gesundheitsdienst abgestellt und werden noch einmal zusätzlich 3000 Mitarbeiter in Bayern auf den Weg bringen, um das Ganze zu verfolgen. Uns eint die tiefe Sorge um Altenheime, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen. Dies ist eine der größten Sorgen, die wir haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir neben den drastischen Einschränkungen, was den Besuch betrifft, auch noch weitergehende Aufgaben gemeinsam bewältigen. Dazu gehört grundlegend, keine Neuaufnahmen mehr zu machen. Dafür die Reha-Kliniken, die wir in Deutschland ja gut aufgestellt haben und die auch Ersatzkapazitäten für die Krankenhäuser sind, als mögliche Chance zu sehen, auch bei Neuaufnahmen in Pflegen und Altenheimen einen wirklich hervorragenden und adäquaten Ersatz zu finden. Wir müssen unbedingt die Testmöglichkeiten, gerade für das Personal in den Alten- und Pflegeheimen, deutlich aufbauen. Wir brauchen einen Hygienecheck, eine fachärztliche Beratung für jedes Alten- und Pflegeheim und wir müssen eine entsprechende hohe Priorität entwickeln, was die Versorgung mit den bestmöglichen Schutzmasken betrifft. Dort sind sich alle einig, dass dies für uns eine große Priorität hat. Wir danken dem Bund dafür, genauso wie das Einzelland es macht, für diesen Engpass, den wir bei Masken haben, dort zu verbessern. Wir spüren, dass das alles mit hohem persönlichen Einsatz verbunden ist. Jeder von uns, ob Ministerpräsidenten, aber auch die Bundesregierung, Bundeskanzlerin Jens Spahn und viele andere sind da täglich, man kann es nicht anders sagen, im Maskeneinsatz und versuchen bei dem Wildwest, der international herrscht, eine entsprechende Verbesserung zu erreichen. Dazu gehört neben dem Besorgen der Masken aus dem Ausland auch, da sind sich alle einig, eine verstärkte Produktion der Masken im Inland. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir auf Dauer einen Bedarf haben, der geht eher in die Milliarden hinein, anstatt in die Hunderttausende, die über die täglich diskutiert wird. Und wir werden uns noch lange mit dem Thema beschäftigen müssen. Die Länder haben sich übrigens auch vereinbart, jetzt derzeit keine Pflicht
für Schutzmasken auszurufen, insbesondere für diese sogenannten Community-Masken, die sind. Natürlich kann jeder einen Beitrag leisten, sich selber so zu präparieren, dass er sich bzw. andere vor sich schützen kann. Aber wir bewerten es zurückhaltend, dass mit dieser Art von Masken ein durchschlagender medizinischer Erfolg erreicht wird. Wichtig ist jetzt, die Schutzmasken mit höchster Qualität zu entwickeln und der Bedarf von den Krankenhäusern, bei den Ärzten, bei den Pflegerinnen und Pflegern entsprechend zu entwickeln. Am Ende also noch einmal, wir haben jetzt klare Prioritäten definiert, zeitlich, was die Zeit bis nach Ostern betrifft. Wir haben Prioritäten definiert, was die Strategie betrifft, nämlich die Verfahren jetzt fortzusetzen und nicht auf irgendwelche Ausweichszenarien uns zu konzentrieren. Und drittens, wir haben die Prioritäten gesetzt, neben den normalen Intensivbettensystemen in den Krankenhäusern, vor allem Alten- und Pflegeheime, zu stärken und zu schützen und die Materialsache nochmal deutlich voranzubringen. Danke. Dann bitte Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, das Coronavirus kennt keine Feiertage. Und ich möchte hinzufügen, es kennt auch keine Ländergrenzen. Deshalb ist es wichtig, dass wir in Deutschland ein einheitliches Vorgehen sicherstellen. Das war schon das Ziel bei der Einführung der Kontaktbeschränkungen und es muss auch das Ziel sein bei den weiteren Vorgehen. Deswegen ist es wichtig gewesen, dass wir jetzt einvernehmlich die Kontaktverbote bis zum 19.04. zunächst verlängern. Geduld und Vorsicht sind das Gebot der Stunde. Das Ziel unserer Strategie besteht darin, die Virusausbreitung zu verlangsamen. Und wir können derzeit noch nicht sicher sein, dass wir dieses Ziel überhaupt erreicht haben. Zweitens haben wir große Anstrengungen unternommen, um die wirtschaftlichen und die sozialen Folgen der Maßnahmen gegen die Epidemie zu begrenzen. Deshalb und gerade deshalb dürfen wir diesen Erfolg jetzt nicht gefährden, wenn er eingetreten ist, durch eine zu frühe Lockerung der Maßnahmen, die wir benötigen. Es ist richtig deshalb, dass die Regelungen bis auf Weiteres verlängert werden und dass wir hierzu weiter im Gespräch bleiben zwischen dem Bund, den Ländern, dem Robert-Koch-Institut und den Wissenschaftlern, die uns beraten. Auch an dieser Stelle von meiner Seite herzlichen Dank an die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, dass sie die derzeitigen Beschränkungen konsequent einhalten und dies auch über die Osterfeiertage tun. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Fragen der zugeschalteten Journalisten. Als ersten rufe ich Nico Fried von der Süddeutschen auf. Schönen guten Tag, Frau Bundeskanzlerin, Herr Ministerpräsident. Ich weiß nicht, ob Herr Söder noch da ist. Ich hätte eine Frage, die sich unmittelbar anschließt an das, was Bürgermeister Tschentscher gerade gesagt hat, zum einheitlichen Vorgehen. Es zeichnet sich ja zumindest ab, dass es Unterschiede gibt bei der Entwicklung der Infektionszahlen in den einzelnen Bundesländern, grob gesagt auch mehr oder weniger nach Nord und Süd. Sie haben eben noch gesagt, dass man einheitlich in die Maßnahmen hineingegangen ist. Streben Sie an, Frau Bundeskanzlerin und auch Herr Bürgermeister, dass man auch geschlossen rausgeht? Oder ist es denkbar, dass man je nach Unterschiedlichkeit der Entwicklung, gerade auch der Verdopplungszahlen, in den Ländern unterschiedliche Lockerungsmaßnahmen dann nach dem 20. April einführt? Nein, wir haben ganz klar darüber gesprochen und gesagt, wir wollen als Bundesrepublik Deutschland gemeinsam herausgehen. Und das richtet sich natürlich dann danach, dass die Situation überall so sein muss, dass das pandemische Geschehen sozusagen vom Gesundheitssystem bewältigt werden kann. Und ich will noch mal betonen, wir sehen, dass die Schwerstfälle bei den Corona-Infektionen doch sehr viel länger einer Behandlung auf Intensivstationen bedürfen, als wir das anfänglich gedacht haben. Der Durchschnitt liegt deutlich über 2 Wochen. Deshalb werden es auch mehr als 10 Tage sein müssen, sondern eher 12, 13, 14 Tage, weil wir sonst Überlastungsentscheidungen hätten. Ich begrüße das sehr, dass alle Ministerpräsidenten sich dafür ausgesprochen haben, dass wir hier keinen Flickenteppich wachsen lassen, sondern dass wir das gemeinsam miteinander tun. Ich glaube, Herr Söder hat unsere Konferenz verlassen. Aus Zeitgründen hat er mir mitgeteilt, aber Herr Tschentscher ist ja noch da. Herr Tschentscher. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dieses einheitliche Vorgehen auch weiter als Strategie zu verfolgen.
Wenn Sie sich die letzten 2-3 Wochen ansehen, ist die Dynamik in den Ländern auch sehr unterschiedlich. Man kann nicht davon ausgehen, dass ein Land, das heute noch wenig betroffen ist, das auch in 3 oder 4 Wochen sein wird. Und deswegen, weil wir eben alle ein Virus haben, das die Ländergrenzen nicht kennt, müssen wir schon, glaube ich, sicherstellen, dass wir für ganz Deutschland sicher sind, dass wir die Epidemie insgesamt ausreichend verlangsamt haben. Und ich glaube, Insellösungen helfen uns dabei nicht weiter. Die nächste Frage kommt von Jörg Blank von der dpa. Ja, hallo Frau Bundeskanzlerin, Herr Tschentscher. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben mehrfach zu Geduld gemahnt. Wie lange kann man den Bürgern solch harte Maßnahmen noch zumuten? Und wie zuversichtlich sind Sie, dass der Unterricht nach den Osterferien wieder aufgenommen werden kann? Eine Frage an Herrn Tschentscher. Wie erklären Sie sich, Sie liegen mit Bayern zusammen an der Spitze bei den RKI-Zahlen, was die Fallzahl pro 100.000 Einwohner angeht, wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Woher kommt das? Also ich kann zu dieser Frage, wie lange das noch dauern wird, keine Aussage machen zum jetzigen Zeitpunkt. Es hängt einzig und allein davon ab, dass wir unser Ziel erreichen. Und dieses Ziel heißt, das Gesundheitssystem vor Überlastungen zu bewahren. Sie sehen, wie sich das Infektionsgeschehen nach wie vor entwickelt. Die Steigerungsraten sind etwas geringer geworden. Aber wir haben eben über viele, viele Tage dann auch Patienten in einer schwierigsten Situation, ein geringer Prozentsatz, aber immerhin. Und wir sehen an Bayern und Baden-Württemberg, dass dort doch schon die Kliniken sehr viel stärker belegt sind. Und wir wollen eine Überforderung vermeiden. Deshalb können wir immer nur von Schritt zu Schritt, von Datum zu Datum vorgehen. Und der nächste Punkt, an dem wir eine Bewertung vornehmen werden, das ist dann der Dienstag nach Ostern, rein aus pandemischen Gesichtspunkten. Und heute kann man dazu keine Aussage machen. Und ich glaube, die Menschen im Lande, darauf hoffe ich und darauf stütze ich auch meine Erwartungen, verstehen das und wollen nicht, dass wir da in eine schwierige Lage kommen, gerade für die Gruppen, die wir besonders beschützen müssen, nämlich die Älteren, die Behinderten, die Vorerkrankten. Und dieses Verständnis, dafür danke ich, das zeichnet unsere Gesellschaft aus. Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar und das wird gelebt im Augenblick. Und dafür bin ich sehr dankbar und so müssen wir uns auch weiter verhalten. Herr Tschentscher, zu der Frage zu den Inzidenzen kann ich nur sagen, es sind komplexe Geschehen. Eine Ausbreitung oder eine Dynamik einer Epidemie hängt von sehr vielen Faktoren ab. In Hamburg war vermutlich ein wichtiger oder ein wesentlicher Frühjahrsferienzeit hatten, in der ganz viele Menschen, so ist das in Hamburg, zum Skifahren in Österreich waren, was zu diesem Zeitpunkt noch kein bekanntes und ausgewiesenes Risikogebiet war. Und infolgedessen hatten wir hier in Hamburg sehr viele Infektionsfälle, die wir dann auch zurückverfolgen konnten auf die Reise aus Österreich oder nach Österreich zurück nach Hamburg. Wir haben also in der ersten Phase sehr viel Fälle an Reiserückkehrern gehabt, die Infektionen nachgewiesen bekamen. Und nun entwickelt sich aber die Situation weiter. Es war von Anfang an so, dass auch andere große Städte und Ballungsräume hohe Inzidenzen hatten. München lag schon seit geraumer Zeit weit vor Hamburg. Auch andere kleinere Städte wie Münster oder Freiburg haben vermutlich aus bestimmten Gründen eben auch früher höhere Fallzahlen gehabt. Mittlerweile ist es so, dass wahrscheinlich die Grenzsituation zu Italien, beziehungsweise zu Frankreich und Österreich für einige Bundesländer ein besonderer Faktor sind. Und selbst wenn man jetzt Bundesländer miteinander vergleicht, also die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, waren so, dass die Inzidenz für ganz Bayern, also einschließlich aller ländlicher Regionen und der Städte, mittlerweile gleich auf ist mit Hamburg. Und insofern glaube ich, können wir jetzt auch nicht vorhersagen, welche Effekte jetzt noch eintreten in anderen Ländern. Wir müssen für ganz Deutschland denken und insofern auch die Einheitlichkeit der Maßnahmen sicherstellen. Die nächste Frage kommt von Tina Hassel von der ARD. Frau Bundeskanzlerin, wurde heute auch über die Chancen von den sogenannten Tracing-Apps gesprochen. Wie schätzen Sie die selber ein? Und wenn sie käme, würden Sie persönlich auch dann Ihre Daten freiwillig an eine solche App übermitteln?
Also es wurde heute nicht darüber gesprochen. Sie wissen ja, dass so etwas verschiedentlich entwickelt wird. Klar ist jetzt schon, dass wir das auf freiwilliger Basis machen würden. Aber wenn sich das Testen dieser Apps jetzt als etwas Gutes herausstellt, als etwas Erfolgversprechendes, womit wir die Nachverfolgung von Fällen des Kontaktes besser überprüfen können, dann würde ich unbedingt dafür sein, das zu empfehlen den Bürgerinnen und Bürgern und wäre dann natürlich auch bereit, für mich selber das anzuwenden und damit vielleicht anderen Menschen zu helfen. Und ich glaube, dass wir eine solche Entwicklung gut brauchen können, wenn wir in eine Phase hineingehen, in der wir eben auch dann Kontakte wieder etwas mehr möglich machen. Und deshalb setze ich auf die Entwicklung dieser Tracing-Apps durchaus. Dann rufe ich als Nächsten Andreas Rinke von Reuters. Ja, guten Tag. Ich hätte ganz gerne gewusst, Frau Bundeskanzlerin, ob Sie darüber gesprochen haben, wie denn die medizinische Schutzausrüstung auf die Länder verteilt wird. Wird das entlang eines Schlüssels nach den Einwohnerzahlen gehen oder nach der Betroffenheit? Und kurze Zusatzfrage, haben Sie sich geeinigt oder ein gemeinsames Vorgehen vereinbart gegenüber Privatfirmen, damit diese verstärkt in die Produktion von Schutzmaterial einsteigen? Danke. Zum Letzten, Herr Rinke, der Bundesgesundheitsminister hat jetzt eine Ausschreibung gemacht, wo Firmen sich bewerben können, wenn sie in der Lage sind oder einen Beitrag dazu leisten wollen, Schutzausrüstung zu produzieren. Und der Bund wird dann seinen Teil dazu beitragen, dass solche Angebote dann auch wirklich in die Realität umgesetzt werden. Denn wir müssen an dieser Stelle autarker werden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wir arbeiten daran. Was die Verteilung der Materialien anbelangt, so obliegt das im Wesentlichen der Konferenz der Gesundheitsminister. Hier wird natürlich nach Einwohnerzahl, aber auch nach Betroffenheit durchaus verteilt. Wir haben Krankenhäuser, in denen es noch sehr wenig Betrieb, manche haben sogar Kurzarbeit, andere sind schon in voller Arbeit sozusagen täglich und leisten sehr, sehr viel. Und es gibt dort gar keine Konflikte. Ich glaube, dass die Gesundheitsminister das miteinander in einem sehr guten Einvernehmen geregelt haben. Dann rufe ich als letzten Frager Daniela Fates vom Redaktionsnetzwerk Deutschland RND auf. Ja, schönen guten Tag, Frau Merkel, Herr Tschentscher. Ich wüsste ganz gerne, wie Sie an Ostern sozusagen die Ausgangskontrollen oder Ausgangssperren bewerkstelligen wollen, wenn sich die Leute nicht dran halten. Gibt es da bei den Ländern eine gemeinsame Linie, ob man da mit mehr Straßenkontrollen vorsichtig, wie das ja offenbar Mecklenburg-Vorpommern schon plant, ob man Sicherheitsbehörden sozusagen in eine Art Alarmbereitschaft versetzt? Oder weiteres. Und eine Nachfrage noch zu den Pflegeheimen, weil Herr Söder davon gesprochen hat, dass es dort einen Aufnahmestopp geben soll. Habe ich das richtig verstanden? Ist das ein bundesweiter Aufnahmestopp für Pflegeheime, die es jetzt geben soll und die Umsiedlung sozusagen oder die Neuansiedlung von zu Pflegenden in Reha-Einrichtungen? Und wie soll das genau organisiert werden? Also vielleicht ist das im Wesentlichen an Herrn Tschentscher gerichtet, weil die Bundesregierung ja da wenig kontrolliert, was Polizeimaßnahmen anbelangt. Ja, zu den Kontrollen kann ich sagen, dass die Länder selbstverständlich versuchen, auch eine konsequente Einhaltung der Aufenthaltsbeschränkungen sicherzustellen. Ich kann für Hamburg sagen, dass unsere Polizei das sehr gut kontrolliert. Sie ist im öffentlichen Raum sehr präsent. Es werden auch Strafanzeigen erstattet, wenn Verhaltensweisen da sind, die nun wirklich vorsätzlich und erkennbar auf Unvernunft und Nicht-Einhaltung solcher Regeln gerichtet sind. Natürlich wird es auch Bußgelder geben können, um zu sanktionieren. Aber letztendlich ist die wichtigste Maßnahme, die wir treffen können, um aufzuklären, klare Botschaften zu senden,
und die Akzeptanz zu erhalten, die wir ja haben für das, was wir tun. Aus allen Bundesländern wird berichtet, dass sich die Bürgerinnen und Bürger weitestgehend an die Ausgangsbeschränkungen oder Aufenthaltsbeschränkungen halten. Und das ist auch sehr wichtig. Zu den Aufnahmestopp in Pflegeheimen und Reha-Einrichtungen ist das etwas, was man sozusagen von Fall zu Fall sich angucken muss. Es gibt natürlich das Problem, dass wir gerade in Pflegeheimen Risikosituationen haben, die sehr besonders sind. Aber letztlich braucht es ja weiterhin einer Unterstützung für diejenigen, die dann auch neu in eine Pflegebedarfssituation kommen. Wir brauchen weiterhin Rehabilitationsmaßnahmen, weil sich in der Folgewirkung sonst auch Klinikaufenthalte verlängern. Wir brauchen ja auf den Intensivstationen in den Akutkrankenhäusern auch immer wieder die Möglichkeit einer Entlassung, was ja unabhängig von Viruserkrankungen auch in vielen anderen Anschlussheilbehandlungen nötig ist. Damit wir eben die Akutkrankenhäuser entlassen, muss es weiterhin eine Verlegung in Anschlussmaßnahmen, also auch in Rehabilitationseinrichtungen und auch sicher in Pflegeheimen weiterhin geben. Nur darf ich nochmal nachfragen? Es gibt keine bundesweite Einigung darauf, dass man einen Aufnahmestopp für Pflegeheime verfügt. Nein, wir haben dieses Problem insgesamt natürlich alle angesprochen. Es gibt auch unterschiedliche Situationen. Wir haben in Hamburg gerade noch einmal die Regelungen, wenn man so will, verschärft, was Besuche in Pflegeheimen angeht. Wir haben alle gemeinsam ja die Verantwortung dafür, dass gerade die älteren Menschen geschützt werden vor Infektionen. Deswegen ist ein wichtiges Augenmerk auch darauf, dass Schutzkleidung, Schutzmasken jetzt vor allem auch im Pflegebereich zur Verfügung gestellt werden. Denn das ist das Ziel, diese Personengruppe besonders zu schützen, aber eben auch, was insbesondere Rehabilitationseinrichtungen angeht, die Akutkrankenhäuser weiterhin zu entlasten. Also alle Bundesländer treffen Maßnahmen, bei denen sichergestellt wird, dass durch neue Personen in einem Pflegeheim nicht die Gefahr steigt, dass dort jemand Corona infiziert ist. Und deshalb ist von mehreren Ministerpräsidenten, nicht nur von Hamburg und Bayern, dieser Punkt, dass man, wenn man ja nicht eine Situation haben will, wo die Krankenhäuser dann die Patienten länger als notwendig behalten müssen, dass man dann eben auf die Reha-Einrichtungen hingeht und dort diese Aufnahme vornimmt. Und die Reha-Einrichtungen werden ja jetzt auch besser bezahlt für diese Tätigkeit. Das ist ja in den entsprechenden Gesetzen auch geregelt, sodass also hier schon eine weitestgehend gleiche Intention vorhanden ist zwischen den Bundesländern. Es gibt auch sehr verschiedene Formen von Pflegeheimen, Seniorenresidenzen, Wohnanlagen. Und auch hier muss natürlich ein Stück weit auch immer geguckt werden, wie ist die Beschaffenheit der Einrichtung. Aber dass Pflegeheime unserer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, das ist von allen ganz stark unterstrichen worden. Dann sind wir jetzt am Ende dieser Telefonpressekonferenz. Ich danke allen für Geduld unter anfangs tunlich schwierigen Umständen. Es war der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten wichtig, sich den Fragen der Journalisten zu stellen. Und so haben wir es jetzt doch gut umsetzen können. Ich danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke.